Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play. Ich wurde gefragt, ob ich bei FIFA 19 vielleicht eine Karriere als Trainer mache, beziehungsweise ja, als Spieler wahrscheinlich auch, weil spielen muss ich auch. Und ja, wir haben die Mannschaft Hertha BSC. Ich habe jetzt so lange simuliert, bis der erste Spieltag gekommen ist, weil ich habe keine Transfers gemacht. Ich will jetzt eigentlich erstmal nur spielen. Und ja, in meiner kleinen Prognose da, Hertha gegen Gladbach, habe ich auf legendär gespielt. Das habe ich natürlich jetzt runtergestellt und auf Profi oder Halbprofi, glaube ich. Halbprofi bin ich, glaube ich, gegangen. Und will mal gucken, ob diese Schwierigkeitsstufe besser ist. Weil ich muss ja vielleicht auch eine Chance haben. Und ja, dann werden wir jetzt anfangen. Der erste Spieltag ist gegen Nürnberg. Und ja, wie es jetzt so vor sich geht, weiß ich alles noch gar nicht. Ich denke mal, wir werden nur die Spiele machen, oder? Ich denke mal, es macht keinen Sinn, die ganzen Trainings und sowas, alles, was es hier gibt, ja auch in die Karriere einfließen zu lassen. Ich denke mal, Spiele sind interessanter, oder? So, wir spielen zu Hause. Das sieht gut unterschiedlich aus. Rot gegen Blau. Müsste gut sein. Ja, auch die sind wunderhübsch. So, unsere Aufstellung: Ibisevic, Mittelstädt, Duda, Meier, Gruitsch, Kalou, Lazaro, Stark, Meier. Meier hatte ich, glaube ich, schon mal. Rekik, Plattenhardt und Jahrstein. Ist doch eine gute Mannschaft. Ich denke mal, da sollte es keine Probleme geben. Und ich muss natürlich auch erstmal reinkommen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Wechseln ist und sowas alles. Auch die Steuerung ist mir halt noch fremd, weil ich wirklich FIFA gar nicht so spiele. Was muss ich hier machen? Ich geh einfach, will einfach mal nur gucken, war? Hier so durch, da so durch, hier so wahrscheinlich durch. So, hier Punkte. Was muss ich hier machen? Einfach hier so rum, war? Ja, okay. So. Ist ja kein Thema hier. Guck mal. Gehen wir hier noch durch. Weiß nicht, ob ich da jetzt super Punkt. Ah, nochmal? Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Die habe ich gar nicht gesehen hier. Ups. Bleib da in deinem Feld, Mann. Oh, wie oft muss ich denn das jetzt machen? Ach, jetzt aufs Tor. Okay. Alter, das läuft. Das läuft. Ich gehe davon aus, wir gewinnen. B, gut gemacht. Ja, ich fand das sehr gut eigentlich. Okay, auswählen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich drauf bin. Ich will es aber nicht normal machen, bitte, ja? Oh, nee, 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 will ich nicht. Duck, duck, duck. Und Tor! So, wie komme ich denn da jetzt weg? Well. Ich habe keine Ahnung. Escape wahrscheinlich. So, tschö. So, auf geht's ins Olympiastadion. Wir spielen zu Hause. Das ist selten, dass wir das erste Sie Spiel haben auch sich zu Hause heute richtig haben. entschieden, liebe Zuschauer. Wir melden uns. Prognose, da hätten die anderen mir schon längst den Ball weggenommen. Mittelstädt. So komme ich hier mal auch raus. Kann ein bisschen passen. Kick mal. Ach, das läuft Duda. gut. Ja, da wollte ich jetzt nicht hin, aber Kalou. okay. Komm, lauf mal weiter. Da bekommt er Unterstützung. Alter! Fangen die schon gleich an zu bescheißen hier? Niklas Stark. Kalou. Na, Kalou, ey, du verlierst immer den Ball. Komm, lauf. Er spielte zurück. Guter Doppelpass. Ja, das war super. Er kann ihn nicht. Jetzt die Flanke. Das hätte gefährlich Das werden sieht doch können. schon richtig gut aus Jetzt hier. ist Platz für den Konter. Oh oh. Pereira. Na, lass da mich auch mal wieder am Ball, danke. Wenigstens immer berührt, das ist gut. Fängt diesen Ball ab. Ah, warum nimmt denn der nicht den Ball? Ich wollte doch. Oh, sehr schön. Mittelstädt.
Den Ball holt er sich. Ja, das sollte nicht so sein. Petrak. Aber gegen Nürnberg mussten wir ja gewinnen. Was war nun? Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat eben erst begonnen. Was waren da? Carvajal ist zu Napoli gewechselt und verlässt Real Madrid. Ja, das freut mich für ihn, aber. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich. Ist das jetzt interessant gewesen? Was war denn da jetzt? Der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ja, ich freue mich, dass er gewechselt hat. Ist genau das, was mich jetzt interessiert, mitverfolgt habe. Wird unter Druck gesetzt. Wo war denn der unter Druck, sag mal? Da kenne ich ja andere Situationen. Ach, shit. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Na doch. Eigentlich schon. So, gehen wir mal hinten rum. Eigentlich sollte der da hin, aber gut. So. Schön hier über außen. Ja, komm. Ah, der hält mal doch fest. Auf außen ist jetzt Platz. Wo denn? Ist doch voll eng da. Gute Hereingabe. Vielleicht die Chance. Oh oh. Die Chance müssen sie eigentlich ja, nutzen. Unfähig, ja, Nürnberg. Aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Also das war wirklich schwach. Also da würde ich mich echt verbuddeln irgendwo. Schön die Fangesänge. Finde ich gut. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und das ist ah, kriegt er nicht, was? Scheiße. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Hereingabe. So, der weg Ball damit. Kommt rein, aber doch nicht gut genug. Wer bist du? Kalu? Nee. Und hier aber das hat der rausgespielt, wa? Wir mussten Einwurf haben. Genau. Ja, nimm den Ball ruhig in die Hand. Kurzer Wurf. Kann ich auch einen langen Wurf machen? Niklas Stark. Ja, der ist stark. Kalu. Aber Kalu ist ein bisschen langsam hier, wa? Ich meine, Standard, dass der immer die Bälle verliert. Knapp abseits, aber das wäre. Knapp abseits, der war ja nicht mehr zu sehen. Genauso wie ich meinen Spieler gerade nicht sehe, irgendwie. Naja, gut. Nee, du verlierst den Ball. Marco Brulic? Also der war bestimmt nicht am Ball. Das hätte ich gemerkt. Alter, die faulen aber auch was hier. Oh oh. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Ja, so muss es ja auch sein. Sie holen sich den Ball. Entschuldigung, Mann, da kriegt man ja hier einen Verschlucker. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Ja, das war ja schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Na komm. Jetzt kann er flanken. Sehr guter Einsatz. Der war gut, ne? Ja, ja. Ecke. Schauen wir uns noch mal eine Ecke. Aktion von ihm an. Ja, zeig mal die Aktion. Komm, zeig mal. Jetzt der Eckball. Oh oh. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Ach, viel zu weit, wa? Den musst du rausholen? Was war ihm denn gerade? Petrak. Valentini. Valentini. Mhm. Oh, den haben wir. Und er hat ihn rausgespielt, wa? Ja, sehr schön. So muss es sein. So läuft es gut. Mittelstädt. Ibišević. Geh mal hier. Ach, Luft durch! Scheiße. Einsatz hier. Er war zu langsam. War zu langsam. Bedauere ich echt. Ibišević. Würdest du auch mal laufen? Alter, bis der sich bewegt. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Er hat Platz. Geht er rein? Nein. Das hätte die Führung hat man doch wohl schon gesehen. Können, aber, er setzt den aber doch nicht, wenn du so daneben schießt. Gute Gelegenheit, ein guter Schuss. Ist ja ein Ding, der unmöglich ist, aber der Abschluss war ja auch gut. Da hat sich Jahrstein ja auch wieder richtig Mühe gegeben, wa? Jetzt schießt er! Gute Chance jetzt, sie bekommen die Ecke. Das war doch keine Chance, stand ich doch im Weg. Der hat mich doch angespielt, mehr oder weniger. So, aber... Jetzt kommt die Ecke. Das war knapp. Knapp, da waren 3 Meter daneben und das war knapp, ja. Sehr gute Gelegenheit eigentlich. Hätte ich das Tor aber verschieben müssen, oder was?
Die Flanke war richtig gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Naja, die war nicht so gut. Aua, der hat mich runtergezogen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ach, Mist. Ja, viel zu lang. Hat leider der Torwart. Schade, schade. Oh, da kriegst du ja wohl hin, wa? Also läuft ja schon viel besser als bei... Warum? Nun, lass mich los hier. Ich bin sensibel. Schuss! Und Ecke. Ecke für die Hertha. Ach ja, ja. In dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Ja, da gehe ich eigentlich von aus, dass das jetzt die Führung wird. Vor allem, weil meine Ecken bisher echt scheiße waren. Warte mal, machen wir hier im freien Raum. So, Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer ja, gut. Faustet diese Ecke. Warum ist keiner im Rückraum wieder, der da mal einen Ball festhalten könnte? Auf außen ist jetzt Platz. Ach, da hast du aber den Verkehrten gerade den Ball. Bewegung. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Wo waren die denn gutes Stellungsspiel? Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Aua. Hat er mich keine da gerade angeschossen? Vorerst zumindest. Plattenhardt. Rickig. Wird's jetzt gefährlich? Nein. Ich hab ja nicht mal mehr den Ball. Abseits, komm, hör doch auf. Zu früh gestartet. Es das war doch nie im Leben abseits, wartete. Also die Schiedsrichter, was die da manchmal sehen, ja. Kick mal. Fast gleiche Höhe, ja. Also, das kann der nicht gesehen haben. Kann der nicht gesehen haben. Also, verwette ich ja alles. 0-0 zur Pause. Ja, naja, immerhin. Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Immerhin, immerhin. Überlegen geführte erste Hälfte, aber trotzdem. Aber wir spielen überlegen, habt ihr gehört, ja? Also, das läuft. Das läuft ganz gut. So, Trainer brauchen wir eigentlich nicht, wa? Fortsetzen. Wir sind ja noch ganz gut. Duda ist ein bisschen erschöpft, den könnten wir vielleicht irgendwann rausnehmen. Aber ansonsten läuft das, wa? Den haben wir denn auf der Bank? Nur mal ganz kurz so gucken. Kann man ja auch mal gerne gucken, wie das überhaupt so funktioniert. Status anzeigen. Kann ich auch irgendwie auswechseln? Einstellungen wiederholen. Muss ich das hier machen? Hier könnte ich auswechseln. Okay, Shelbert haben wir. Komm, nehmen wir mal da Rieder rein. Für Duda. Okay. So, zurück. Weiter. Weil der Rieder ist ja doch ein bisschen frischer. Und Duda, der war schon platt. So, im Olympiastadion ist. Und da war Karriere spielen. Müssen wir auch sehen, dass wir irgendwie. Unsere Spieler wahrscheinlich ein bisschen frisch halten. Was war denn das? Jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Das ist natürlich blöd gewesen. Gut gemacht. Na ja, sicher vom Torwart. Ich glaube, der hat ganz schön Glück gehabt, dass er den noch halten konnte. Da stehe ich. Niklas Stark. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Ja, klar. Ey, schlecht. Ball haben wir. Haben wir. Gut, da sollte der Ball nun nicht hin, aber okay. Rickig. Darida. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ach, da stellt er sich schon wieder einen Weg hin. Die müssen aufpassen. Sie machen Druck, da haben sie den Ball. Boah, der nimmt mir schon wieder den Ball weg. Der ist doch so unfair. Wladimir Darida. Ich muss sagen, mit Darida läuft es besser, hm? Na. Weg ist der Darida. Na, siehst du, Darida, der macht da richtig Alarm gerade, wa? Wusste, warum ich den einsetze. Wieder in Aktion und der Gegner ist interessant, Buschi. Der Gegner ist interessant, Buschi. Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. Und das wird wohl. Wen interessiert denn jetzt Mainz 05? Kollege? Einwurf Hertha. Das möchte ich ja wohl auch sagen. Da macht sich ein neuer Mann bereit. Wer macht sich denn bereit? Bei den Nürnbergern. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann. Hey Hanno, endlich spielst du mal mit, wa? Die ganze Zeit auf der Bank gesessen hier. Der alte Hanno, der.
Ich hoffe, da ist jemand. Nein. Mittelstädt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ich hoffe doch. Und Ecke. Ganz klar Ecke. Ecke für Hertha BSC. Ja, 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 ja. Das war klar, dass das eine Ecke wird. Irgendwann mal. Na, Platti, leg mal den Ball hin da. Jetzt machen wir was richtig Schönes. Hast du Army Home? Ja? So, wo gehen wir denn hin? Wir machen jetzt hier mal alle wuschig. So, da. Der Ball kommt rein. Niklas Stark. Schieß! Er schießt! Schieß! Die Chance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Ja, ich weiß ja auch nicht. Ja, was war denn das? Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Immer noch unentschieden und da dürfen Sie sich bei Ihrem Kollegen bedanken. Der war eine super Parade. Kalu! Oh. Der geht nicht rein. Jetzt, machen wir sie aber fertig. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Und schade, nicht angekommen. Aber war gut. Ja, da holen Sie den Einwurf raus mit viel Druck. Ja, da haben wir richtig da Druck gemacht gerade auf ihn. Neuer Mann bereit, der wechselt jetzt also bei den Nürnbergern. Na. Wie können wir eigentlich wechseln? Nochmal so gucken. Guck mal, Gruritsch da ist auch schon ganz schön platt. Wie nehmen wir denn da? Wir könnten eigentlich mal Selke aufpacken, wa? Ibisevic ist ja noch ganz frisch da. Aber wir nehmen mal Selke. Und kann ich den jetzt hier eigentlich auch nach vorne stellen? Nee. Warte mal, wie ist denn Aufstellung? Komm ich das da oben nicht hin? Hier runter komme ich. Ich würde aber gerne... Ah, Pekarik ist auch da. Den könnten wir eigentlich auch einsetzen. Lazaro ist nämlich auch schon ganz schön platt. Und Lecky wäre auch nicht schlecht. Wir können aber nur noch einmal auswechseln, ne? So, jetzt würde ich aber gerne mal da oben irgendwie reinkommen. Ich komme da aber nicht... Ah, dachte ich. Ja, guck mal. Was haben wir denn hier für schöne Systeme? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. So. Ibisevic Mittelstädten. Ja, ich glaube nicht, dass das passt. So Stark, Rekik, Plattenhardt, Lazaro. Unser Mittelfeld ist ganz schön angeschlagen. Ne? Meier würde ich natürlich aber da haben wollen. So, die tauschen wir auch mal. Okay, ich denke mal, das ist ganz gut. Aber Lazaro, ich würde den doch vielleicht gerne runternehmen wollen, wa? Hab jetzt nicht irgendwie im Gedächtnis, welche Minute wir haben. Aber komm, bringen wir mal Pekarik. Der ist frisch. Und ein frischer Abwehrspieler ist immer gut. So, weiter geht's. Spiel fortsetzen. Der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Na, bring mal neue Ideen. Ach, wir können noch nicht auswechseln? Nun wird es also gleich zwei Wechsel geben. So. Zwei frische Männer. Und jetzt geht's los hier. So, auf welche Tor spielen wir eigentlich? Das habe ich jetzt völlig vergessen. Da ich vermute mal da. Mittelstädt. Er zieht ab und versucht den Tor. Er zieht ab eigentlich? Sollte er nicht abziehen? Eieieiei, das war aber knapp, wartete du. Aber ich glaube, Nürnberg haben wir jetzt langsam. Die wollen nicht mehr. Everton. So, den haben wir. Kein Problem, er holt sich den Ball. Hier, Selke, nimm mal. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ach, bin ich nicht durchgekommen, schade. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ups. Ja, ja. Da ist der Ball weg. Ja, das war schlecht. Oh, oh. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. So, haben wir den Ball erstmal sicher? Guck mal, jetzt ist frei. Es ist frei. Kick mal. Den Sieg? Die Fans glauben mal. Ach, Mist, Selke stand schon zu dicht an dem. Einwurf für die Berliner. Ich dachte, Krieg rüber. Aber, ach, schade. Komm, wir müssen wenigstens... hallo? Dreckig. Wo spielst du hin? Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Glückwunsch. Das war ja auch wieder ein Problem gewesen.
Behrens. Ach, Gottchen. Chance zur Führung. Wir wollten gewinnen, ne? Nicht die? Ich hoffe. Viertelstündchen haben wir noch. Kommen wir durch? Nee, schade. Was ist denn nun los? Sie lassen den Ball laufen, aber jetzt vielleicht. Er hält den Ball fest. Okay, jetzt mal wieder ruhig hier, Jungs, ja? Also. Oh, erstmal sicher. Irgendwie sind meine ganzen Seiten weg hier. Und Sie wir kullern einen Ball. Halleluja. Ob das gut geht? So wie es aussieht, sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden. Sie stehen jetzt extrem tief und versuchen... Ja, ich bin aber nicht zufrieden. Ich bin aber überhaupt nicht zufrieden. Ich will doch zu Hause gewinnen, wenigstens gegen Nürnberg, ja? Gegen wen soll ich denn sonst gewinnen, wenn ich nicht gegen Nürnberg gewinne? Die Ecke kommt. Sah ja schon schön aus, wa? Valentini. Valentini. Behrens. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ach, nimm doch den Kackball, Mann. Akku. Oh oh. Jetzt die Flanke. Da fängt er die Flanke ab. So, jetzt mal hier Gas. Mittelstädt. Sehr schön. Guck mal, jetzt hier ist alles frei. Hier ist alles frei. Marvin Plattner. Marvin. Hereingabe jetzt. Schön. Die Flanke bleibt hängen. Habe ich auch gesehen. Oh oh. Oh oh. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball kommt rein. Scheiße. Durchaus überraschende Führung. Sehr überraschend, ja. Ich bin auch völlig überrascht. Ein ganz, ganz wichtiges Tor, das wissen Sie natürlich. Ich meine, ich bin froh, dass die Grätsche nicht getroffen hat, war sonst wäre das rot gewesen. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Interessiert uns keine andere Perspektive. Sieht ganz danach aus. Ja, Buschi, du. Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Naja, erzähl mal. Reguläre Spielzeit ist oben. Der war natürlich sehr gut. Gib 3 Minuten obendrauf. 3 Minuten, da können wir doch noch was reißen hier. Komm. Eieiei, dafür müssten wir aber mal am Ball kommen. Ah, das wird sehr knapp hier. Sehr knapp, sehr knapp. Sag mal, kriegen wir gar keinen Ball mehr hier ab? Jetzt gibt's nochmal Eckball. Gute Möglichkeit. Sehr gute Möglichkeit. Tribünen, komm, pfeif ab. Wir sind kaputt. Wir wollen nicht mehr. Scheiße. Erstes Spiel verloren. Also den Auftakt haben Sie sich sicher anders vorgestellt. Den habe ich mir völlig anders vorgestellt. Was sagst du? Ja, irgendwie scheinen Sie sich noch nicht so richtig gefunden zu haben. Kann passieren zu Beginn einer Saison. Solange sie das in den nächsten Partien in den Griff bekommen. Naja, werden wir schon schaffen irgendwie. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ich werde ja auch in das Spiel irgendwie reinkommen langsam. Ich muss ja erst mal sehen, wie das funktioniert. Ja. Sehen wir jetzt noch eine Tabelle irgendwo? Erzähl doch nicht. So. Fehlschuss Ibisevic. Mhm. Super. Naja, gut. Weiter. Spielzusammenfassung brauchen wir wahrscheinlich nicht. Gibt es eine Tabelle irgendwo? Zurzeit sehe ich keine. Ah, guck mal. 17 zu 8 Schüsse, ja. Schüsse aufs Tor hatten sie einen mehr. Ballbesitz hatten wir mehr. Zweikämpfe haben wir eigentlich gut geführt. Fouls 1. Danke, dass du das wegmachst. Ecken 3-3. Okay, Schussgenauigkeit. Ja, da muss ich vielleicht noch was machen. Pässe kamen gut an. Na gut, weiter. Haben wir eine Tabelle. Die möchte ich ja wenigstens noch sehen. Oh Gott, 15. Nicht gut. Ist nur gut. Na gut, wir werden sehen, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Beziehungsweise im nächsten Spiel.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn Hertha verloren hat. Und ich ärgere mich jetzt ein bisschen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.